Business Coach. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, und heute haben wir mal, sagen wir mal wieder, was für die Männer machen. Das herzerfrischende Thema, die Narzissten. Scheint da irgendwie so ein Irrtum zu geben, habe ich manchmal den Eindruck, so auf Social Media, dass nur Männer Narzissten sind. Das ist natürlich kompletter Quatsch und Bullshit. Und ja, ich wollte einfach ein bisschen was sagen oder die Unterschiede zu den männlichen Pendants, was man vorab sagen kann, was sind die Parallelen. Ja, beide sind sicherlich gleich schwierig, gefährlich. Beide nutzen so die Sachen Future Faking, Love Bombing, Fast Forwarding, Gaslighting. Schuldumkehr und diesen ganzen schönen bunten Strauß. Aber trotzdem gibt es natürlich Unterschiede. Und der erste Unterschied ist mal, dass ja, Frauen diese Diagnose weniger kriegen. Also, ich kenne jetzt nicht die offiziellen Zahlen, aber ich kann sagen, so in meiner Berufslaufbahn. Also, da würde ich mal sagen, ist mir auf vielleicht eine Narzisstin, die diese Diagnose hatte, sind also 50 Frauen, vielleicht sogar 100 Frauen, die eine Borderline-Diagnose hatten. Also, ich denke, das gibt auch, also es gibt sicherlich viele Gründe dafür, warum es so ist, aber Frauen, die sich, also vielleicht narzisstisch sind, kriegen viel eher eine Borderline- oder eine histrionische Diagnose als eine Narzissmus-Diagnose, was jetzt nicht heißt, vor sich alle aufregen, dass jede Borderline eine Narzisstin ist. Nein, aber wie gesagt, als Diagnose kriegen die eher das. Und ich denke, es hat, ich wollte gerne mal auf einen Grund hinweisen, hat wahrscheinlich mehrere Gründe, aber das ja zu diesem narzisstischen Bild gehört, gehört ja dieses eine Maske haben und diese Maske total pflegen. Und klar, auch dieses ganze äußere Erscheinungsbild, aber und eben so eine super, also weil man ja so bedürftig ist nach so ganz vielen Personen, aber also wird man sozusagen auch im Dating immer besser und dazu gehört auch so eine Pseudo-Männlichkeit und eine, also bei männlichen Narzissten und eine Pseudo-Weiblichkeit bei der weiblichen Narzissten, weil je mehr meiner Polarität ist, umso besserer Dating-Erfolg ist halt so. Und auch das wird, würde ich fast sagen, so ein bisschen gespielt, ne? Also, und das macht das halt unterschiedlich, während der Mann dann halt typischerweise der Bad Guy ist oder der vielleicht auch gut aussieht, aber auch cool ist, calm, cool and collected und was weiß ich was. Unerreichbares Surfer-Typ. Ist es bei einer Frau eben was anderes, weil die muss sozusagen diese weibliche Polarität spielen, sage ich jetzt mal. Das sieht dann halt anders aus. So. Und weil Männer halt, also für Männer ist weibliche Polarität eben auch so was Emotionales, auch so ein bisschen emotional hin und her und was weiß ich, mal so, ein bisschen vage und durch die ganzen Emotionen, durch das ist ja für Männer schon schön und das hat man eben dann leicht. Also ob man es jetzt wirklich hat oder ob es gespielt ist, keine Ahnung, aber ja, dieses heiß-kalt, da sind eben Männer besonders für anfällig und ja, und weil das eben, wo die meiste Anfälligkeit ist, das wird dann halt genutzt, sage ich mal, und das macht die dann vielleicht. Auch wenn die eine oder andere narzisstische Frau vielleicht eiskalt ist innen drin, ja, wirkt sie nach draußen trotzdem volatil und hin und her und heult unter Umständen auf Knopfdruck, riesige Krokodilstränen und kriegt dann vielleicht, wenn sie überhaupt eine Diagnose kriegt, vielleicht eine andere und nicht unbedingt Narzissmus so, ne? Aber ist ja eh wurscht, weil in dem von mir ja auch sehr favorisierten amerikanischen System das ist alles Cluster B. Histrionisch, psychopathisch, narzisstisch und das gemeinsame Thema ist eben Narzissmus. Von daher ist es auch wurscht, wobei ich ganz klar sagen muss, immer wieder, meiner Ansicht nach gibt es halt ja auch Borderliner, die vor allen Dingen co-abhängig sind, also oder vielleicht auch nur co-abhängig. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend mit dieser Zuschreibung oder Diagnose.
Und, aber gut, ich höre das auch immer wieder, wenn eine Frau sagt, er hätte so eine ätzende Beziehung, war ein Narzisst. Wenn ein Mann sagt, er hat so eine ätzende Beziehung, sagt er immer, Borderline, ist auch so ein bisschen, hat sich so eingebürgert auch, ist vielleicht auch ein Grund, aber ich denke, es ist eben auch aufgrund dieses Spielens der Polarität, ist halt ein anderer Grund. Dann, ja, deswegen kann so eine narzisstische Frau kann verschiedene Rollen haben, kann zum Beispiel sein, einfach das gemeine Mädchen, die gemeine Frau, das ist natürlich wenig verborgen, aber kann auch sein, die femme fatale, ne? Das ist so ein typisches Bild, ne? Der Mann, der femme fatale verfällt, hier, wie heißt das hier, dieser im Krieg der Film, wie heißt der denn, die blaue Laterne, keine Ahnung, nee, heißt, ach Gott, keine Ahnung, aber der bürgerliche Mann verfällt einer femme fatale, die Tänzerin ist, ich weiß, keine Ahnung, ja. Oder so Damsel in Distress, also so eine Frau, die gerettet werden muss und zum Beispiel aus der Prostitution, ich weiß nicht was aus, irgendwie, ja, keine Ahnung, ein Fünf-Beziehungs-Fünfeck, ich weiß nicht. Also das, ich habe, also meine Ahnung ist, dass zu jeder Frau, die für Männer total toxisch sind, kommt ein Mann, der ein Helfer-Ding hat irgendwie. Also das ist natürlich auch in der männlichen Polarität, das ist Helfen. Das ist echt. Ja, kann auch die destruktive Mutter sein, die zu Hause eiskalt ist, aber dann in der Schule, was weiß ich, Elternsprechtag, Schulsprecherin der Eltern ist und die besten Kuchen backt und immer überall ist und immer Aufmerksamkeit sieht. Aber zu Hause dann total fies und gemein ist, kann es auch sein. Oder eben die Golddiggerin, darf man auch nicht vergessen. Nicht, dass alle Golddiggerinnen Narzisstinnen sind, aber auch das, dieses Reize einsetzen, um einen Mann zu binden. Am besten, weiß ich nicht, den dann so richtig festhaken mit allen Mitteln. Und dann sozusagen, ja, einfach auf seine Kosten leben und dann vielleicht noch in späteren Jahren fremdgehen mit seinen Kumpels und ich weiß nicht was, verspricht natürlich auch großes Drama-Potenzial, so. Ja, das macht es vielleicht manchmal schwierig, das zu erkennen, weil eben Frauen kann man, also kommt, glaube ich, kaum vor, also bei Männern gibt es ja diesen offenen Narzissten, jemand, der einfach offen narzisstisch ist, sagt, ich bin die geilste Sau der Welt, ich, ja, ich manipuliere, ich bin so, ich will immer gewinnen, ich weiß nicht was, weil das in der männlichen Polarität ist. In der weiblichen Polarität ist es nicht. Also eine Frau hätte da wenig Vorteile von, wenn sie einen auf offenen Narzisstin macht. Deswegen ist es bei Frauen, glaube ich, auch schwieriger zu sehen. Ne? Das ist, aber ja, genau, ist so, wie es ist. Sicherlich ist es auch jemand, der dann halt dieses, weil klar, viele achten auf ihr Äußeres, aber dieses narzisstische Element ist sicherlich nochmal drin, dass man sich, weiß ich nicht, auch wenn man morgens mit dem Hund spazieren geht, komplett schminkt und ich weiß nicht was, und wenn das um 5 Uhr morgens ist, also dieser totale Fokus aufs Äußere, weil das darunter eben doch sehr brüchig ist und ja, und für. Es ist eben nochmal mehr, dass man sich immer wieder klar machen muss, dass also eine Frau, die so erfolgreich sein will, und das wollen ja Narzissten, also Narzisstinnen, kann sich einfach nicht leisten, dass sie erstmal so, weiß ich nicht, zickig, fies, gemein rüberkommt, weil das ist eben nicht in der weiblichen Polarität so, ne? Und deswegen, ja, ist da in dem Fall, ist das Böse, das Böse gibt es ja jetzt nicht, aber sagen wir mal, das Böse verkleidet als so gerade besonders tugendhaft und vielleicht sogar, also das fällt mir auch, ja, also vielleicht sogar, es gibt zwar Männern, aber auch vielleicht sogar besonders spirituell oder in der helfenden, weiß ich nicht, irgendwie Vorsitzende irgendeines Meditationsvereins oder ich weiß nicht was oder Vorsitzende des Spendensammelkreises für, keine Ahnung, Hunde in der Mongolei oder wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht abtun. Toll, wenn Leute
helfen, aber es ist halt auch so eine Schnittstelle, die so narzisstisch total interessant ist, ne? Wo man ganz viel, wo man hat dieses Gute kommt so rüber, man hat richtig ganz viel Aufmerksamkeit, man kann herrlich Leute verwickeln und alles Mögliche, kommt, es hat aber trotzdem immer, ich bin die Gute und kannst, also ich habe ja auch den Eindruck, dass es bei narzisstischen Frauen dann so besonders dick aufgetragen wird, weil das kann einfach nicht anders funktionieren, als wenn sie besonders gute. Manchmal sagt man so Mutter Teresa Komplexe, wobei ich jetzt überhaupt nicht sagen will, dass Mutter Teresa narzisstisch war. Ich keine Ahnung, ich kenne die nicht, aber er wird geistert manchmal so als Begriff und ich weiß, was damit gemeint ist. Dieses so, ich bin die Hilfreichste, ich bin die Spirituellste, ich bin die New Age-mäßigste und überhaupt. Und es ist manchmal nicht leicht zu sehen, außer für die Männer, die am Haken hängen und ja, mit dem üblichen Programm dann bearbeitet werden, was wir ja alles besprochen haben, was bei Männern, wie es bei Männern das natürlich auch gibt, die narzisstisch sind, halt diese ganzen Verhaltensweisen und dann noch ja, durch heiß-kalt gezogen werden, intermittierende Verstärkung und dieser ganze bunte Strauß an schönen Dingen, die das Leben so zu bieten hat. ja. Genau. Und unter Umständen noch dann, wenn der Mann sagt, ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf dich da noch zu versuchen, weiß ich, ihn nochmal einen reinzudrücken oder irgendwas anzuhängen. Oder, aber gut, das weiß nicht, ob das Frauen mehr machen als Männer. Ich glaube, Männer ziehen eher weiter und suchen sich nächste Supply irgendwie und ja. Gut, hoffe, ich habe jetzt niemand zu sehr angetriggert. War jetzt mal ein bisschen für die Männer. Ich habe zwar viel mehr Frauen hier, aber Männer ja auch. Und mich rufen immer wieder Männer an und ja, die leiden genauso. Ne? Also es ist, ich weiß gar nicht, warum das manchmal im Internet so suggeriert, also warum das manchmal so oder auch nicht im Internet suggeriert wird, dass Frauen immer die Opfer sind. Mit den bösen Narzissten, wenn, also mein Bild ist es überhaupt nicht. Natürlich ist das ein Teil der Realität, aber eben auch nur ein Teil. So, und ich glaube, das ist, wenn man jetzt mal genau hinguckt, glaube ich nicht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern, aber es sieht halt anders aus. Ne? Es hat halt eine andere Ausdrucksform, ne? Während ein Mann vielleicht auch mal körperliche Gewalt einsetzt, wenn, also Frauen nimmt es ja scheinbar auch zu, und Frau wird eher verbale Gewalt einsetzen. Also es gibt Unterschied, aber letztlich ist es der gleiche Scheiß, muss man einfach sagen. So, ne? Nicht vergessen sollten wir immer wieder, dass natürlich, wie soll ich mal sagen, dass auch irgendwo haltlose Seelen sind, mit, ohne das jetzt schönreden zu wollen. Natürlich muss man Verantwortung für alles übernehmen, aber innerlich natürlich total brüchig sind und ja, völlig sicherlich in Selbsthass und Selbstabwertung und ich weiß nicht was, was natürlich auch nicht schön ist, sollte man nicht vergessen. Also wenn es dann tatsächlich diagnosewürdig ist, dann ist es schwere Erkrankung, ne? Muss man einfach sagen. So. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ja, bevor ich jetzt so richtig loslege, denk noch dran, die 28-Grad-Aktion am Freitag ab 18 Uhr am 28. bei 28 Grad wahrscheinlich. 28% auf all meine Kurse, so viel gab es glaube ich noch nie. Deswegen auch nur ganz kurz, 28 Stunden von Freitag 18 Uhr bis Samstag 22 Uhr. Weitere Details findet ihr auf Liebeship. .de dann spätestens am 28. Der Code lautet natürlich auch 28 Grad ohne Leerzeichen, könnt ihr dann eingeben in der Kaufabwicklung und richtig zuschlagen. Und es kommt ja auch der Frauenkurs raus, ne? Frauendatingkurs, beziehungsweise der Datingkurs für Frauen, die Männer daten wollen oder andere Frauen in der Polarität. In diesem Sinne geht's jetzt mal los.